Moin, moin, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Indie-Spotlight. Diesmal mit Dungeon Dashers, einem rundenbasierten Dungeon-Crawler, der sich im Moment im Early Access befindet. Und das Spiel hat es mir sowohl optisch als auch gameplay-technisch und von der Musik her total angetan, dass ich eigentlich nicht anders kann, als euch das vorzustellen. Und wir legen direkt los, um lang zu labern. Wir kontrollieren vier verschiedene Leute. Das sind einmal Sir Jacob, der Knight, also der Ritter. Dann haben wir Ryder. Ich denke mal, den kann man am ehesten als Thief bezeichnen. Er hat zwar einige magische Fähigkeiten, aber halt auch Nahkampfangriffe. Dann haben wir Ardon, welches der Magier ist. Und January, welches die Bogenschützin ist. Und die gehen alle so ein bisschen ineinander über, da wir alle vier kontrollieren nacheinander. Man kann verschiedene Skills für die einzelnen Leute freischalten. Ich habe jeweils für einen jetzt schon einen Skill freigeschaltet. Das seht ihr bei January hier, dieser brennende Pfeil. Bei Ardon dieses Eisgedöns. Dann hier diese Backstep-Geschichte und bei ihm noch einen härteren Schlag oder sowas. Die haben natürlich auch alle verschiedene Stats. Und das Ganze funktioniert so, dass man, wenn man gerade nicht in einem Gefecht ist, unendlich viele Action Points hat, sich also frei bewegen kann, seine Umgebung erforschen kann, Schätze finden kann, solche Sachen. Es sind einige Puzzle mit eingearbeitet, die jetzt gerade am Anfang allerdings noch nicht sonderlich kompliziert sind. Und im Kampf hat man halt eine beschränkte Anzahl an Action Points, je nach Klasse mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Das steuere ich einfach komplett mit der Tastatur. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in 4. So, hier treffen die vier das erste Mal aufeinander. Am Anfang kontrollieren wir immer jeweils eine Person. Dann sind es 2 Personen insgesamt. Und jetzt treffen diese 4 Personen gerade das erste Mal aufeinander. Und die einzelnen, sag ich mal, Gespräche sind doch relativ amüsant. Ich skippe sie jetzt durch, weil ich denke, dass das Gameplay für euch doch ein wenig wichtiger ist als die Story. Und ich euch mit meinem Englisch schon oft genug quäle. Wenn ihr es wirklich sehen wollt, habt ihr vermutlich genug Zeit, Pause zu drücken. Oder ihr kauft euch das Spiel, dann könnt ihr das alles lesen. So. Hier unten seht ihr jetzt unten rechts das Unendlichkeitszeichen in dieser blauen Leiste. Das sind unsere Action Points. Wir sind gerade nicht in einem Battle, das heißt, wir können uns frei bewegen. Auf links seht ihr jetzt zum Beispiel, auf Q habe ich eine Attacke, die braucht 4 Action Points. Ich kann ja mal zeigen, das ist jetzt Blink. Damit kann ich mich teleportieren, um zum Beispiel über Löcher oder Stacheln oder sonst was zu kommen. Entschuldigung. Und auf W habe ich eine Attacke, einen Backstep, der macht dann dreifach kritischen Schaden, glaube ich. Das ist jetzt ein Skill, den ich aufgelevelt habe, wofür ich 7 Skill Points oder Action Points brauche. Und wie so ein Battle aussieht, kann ich euch einfach mal zeigen, indem ich durch diese Tür gehe. Encounter! So, press and hold tap to enter Tactical Mode. So. Kann ich auch mal machen. Tactical Mode ist nichts anderes als eine freie Kameraansicht. Wie gesagt, ihr braucht für das Spiel keine Maus. Ihr bekommt in der Tactical Mode halt angezeigt, was auf der Karte so alles los ist und wo sich auch der Ausgang befindet. Unser Ziel ist immer, zu diesen grünen Teleportern zu kommen, wo je einer auf einem stehen muss, um weiterzukommen. Und wir bekommen oben links auch noch angezeigt, was unsere derzeitigen Quests sind. Hier zum Beispiel 6 Orks töten und insgesamt 20 Kisten. Also nicht nur auf diesem Level, sondern auch auf diesem Level, glaube ich, oder? Nee, ich glaube insgesamt 20 Kisten öffnen. Weil auf diesem Level gelten das hier nur als Kisten, nicht diese Blöcke hier. So, und ihr seht, ich habe jetzt 26 Action Points. Das heißt, ich sollte eventuell ein wenig vorsichtiger sein, indem ich jetzt einfach mal so angreife, mich dann bestenfalls noch ein wenig zurückziehe. Ich konnte mich jetzt zwar nicht ganz zurückziehen, werde deswegen von dieser Fledermaus aufs Maul kriegen, von der ebenfalls. Aber ich und Taktik war sowieso nie so der Brüller.
Ich weiche super aus. Und ich weiß nicht, ich finde es grafisch einfach total geil. Ich weiß, es hat so einen Vibe für mich, der trifft in Schwatte. So, jetzt haben wir hier unsere Archerin. Archerin. 9. Da kann ich kaum verfehlen, aber jetzt habe ich kaum noch AP. Und hätte jetzt, ja gut, jetzt kriege ich wieder aufs Maul vermutlich. Ich glaube, der Thief und der Knight haben am meisten Action Points. Kann ich mit dem Knight halt nur hoffen, den beiden hier genug aufs Maul geben zu können? Nein, konnte ich nicht. Gut, aber ich könnte ihn hier noch zur Hilfe holen. Das haben wir noch relativ gut gelöst. Jetzt kann ich mit Enter auch den Zug beenden, wenn ich noch Action Points übrig habe, aber mir denke, ja, ich kann jetzt eh nicht mehr viel machen. So, dass er jetzt natürlich direkt angreift, war klar. Hat sich jetzt nicht taktisch klug hingestellt. Er auch nicht. Also können wir dem gleich seine Rache geben. So, den habe ich leider verpasst, aber ich kann ja mit ihm hier einfach mal näher rangehen. Jetzt habe ich nicht genug AP, kann mich aber hier zurückziehen. Enter. Jetzt haue ich ihm mit dem Knight aufs Maul. So. Jetzt seht ihr, unten ist wieder Unendlichzeichen. Das heißt, in diesem Bereich sind keine Gegner mehr. Jetzt können wir die Kiste noch zerkloppen, da ist öfter mal Geld drinne. Und dieses Portal sorgt einfach dafür, dass alle zu uns zurückkommen. Dass wir sie nicht alle einzeln wieder hochziehen müssen, indem wir mit Enter die Personen wechseln. Das können wir nämlich jetzt auch machen, ganz einfach, je nach Belieben. Der Knight hat zum Beispiel am meisten HP. Der Thief. Ne, der Magier am wenigsten. Genau. Gut, ich bleib aber mal beim Knight, denn hier kommt der nächste Encounter. So, mit Shift können wir dann auch verschiedene Textboxen überspringen oder auch die Züge der Gegner, falls wir sie nicht sehen wollen. Jetzt hau ich erstmal den Skeletten auf die Fresse, soweit es geht. Soweit ging es leider nicht. Aber ich kann mich jetzt hier hinstellen. Ja, okay. Da brauche ich noch nicht mal meine Spezialfähigkeit für. Und schaue jetzt gerade mal, dass ich hier so hinkomme. Beende meinen Zug. Jetzt erstmal der Zug der Gegner. Wie gesagt, den können wir jetzt vorspulen, wenn wir wollen. So, da oben steht jetzt ein Skelett auf diesen Löchern im Boden. Und damit konnten wir ihm jetzt schon ein wenig Schaden zufügen. Das war die falsche Taste. Ich drücke mal W und möchte erstmal, okay, die stehen hinter einer Mauer. Dann kriegt erstmal die einen aufs Maul. Das ist mein Skill auf Cooldown. Ich habe sowieso keine Dings mehr. Keine AP. Das Skelett hat sich zurückgezogen, kriegt aber trotzdem aufs Maul. Mehr genug AP. Frage ist jetzt, wie ich da am besten durchkomme. Wahrscheinlich nur so. Ich eine etwas härtere Attacke gemacht. Überlege gerade, ob ich einen der beiden backsteppen kann, aber es geht auch so gut. Der gibt mir jetzt wahrscheinlich gleich auf die Fresse, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Genau wie er. Ah, ich bin sogar noch ausgewichen. Das ist schön. Jetzt kann ich schauen, ob ich hier noch einen erwische. Den da hinten. Fertig, Dankeschön. Ansonsten kann ich hier jetzt gerade nicht mehr viel machen. Doch, ihn hier noch, aber jetzt habe ich keine AP mehr. Macht nichts, verstecke ich mich lieber hier. Hau ihm dafür hier mit ein über die Rübe. Sehr schön. Aber taktisch jetzt auch nicht so klug.
kann hier nochmal das Geld holen. Und wäre jetzt meinem Kollegen hier noch zu Hilfe gekommen, aber das hat sich leider erledigt. Aber egal, wir haben hier jetzt alle besiegt, das heißt, es macht nichts. Und jetzt können wir hier zum Beispiel nochmal gucken. Ich kann hier jetzt als einziger rüber. Mit dieser Blinkfähigkeit. Ist allerdings jetzt schon wieder so ein kleines Rätsel. So, jetzt komme ich hier allerdings nicht mehr durch. Macht aber nichts. Das können wir nämlich mit der Ollen hier lösen. Indem wir einfach hier auf die Klingel schießen. Das wird uns nämlich am Anfang auch noch beigebracht. So, und jetzt können wir hier mit hier hin. Uns ein bisschen Kohle holen. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Das ist halt so ein kleiner Bonusschatz, den man sich da noch abstauben kann. Oh. Heroes are notoriously lazy and will play dead until the rest of the party is out of combat. Lustigerweise war er jetzt gar nicht tot. Ich bin jetzt nur aus Versehen in die Stacheln gerannt, was ich gar nicht wollte. Ist mir gerade auch zum ersten Mal passiert, deswegen habe ich mich so ein bisschen erschrocken. Aber hey, können wir uns ja alle Leute hier wiederholen. Ach, guck mal, hier geht es sogar noch weiter. Wusste ich gar nicht mehr. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg hier. Am Anfang kann man sich natürlich jetzt nicht so perfekt vorbereiten. Also kann man schon, dass nicht alle in der Tür stehen, wenn man so ein bisschen logisch denkt. Aber wann denke ich mal logisch? Ne? So, nicht genug AP. Mist, ich wollte gerade aus dem Weg gehen. Das hat leider nicht geklappt. Bang. So, jetzt holen wir nochmal unseren Kollegen hier. Tom dem einfach mal aufs Maul. Mist. Nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Aber so hat es noch geklappt. Weil die können mir jetzt nicht viel. Die können natürlich denen, die immer noch im Gang stehen, etwas. Aber mir persönlich, jetzt so als Ritter oder so, können die nichts. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier. Die sind alle nicht in Sichtweite. Ich habe den jetzt einfach mal als Knight aufs Maul gegeben. Ja, als Magician aufs Maul gegeben. So, und jetzt können wir uns wieder frei bewegen, weil das waren alle Gegner. Da geht einfach einer hier drauf. Und fertig. Ich habe jetzt die Steintafel nicht gelesen, ist allerdings auch blöd. Ich wollte sagen, ist egal. Warum ich jetzt gesagt habe, ist blöd, keine Ahnung. Und wir können dann halt einen Charakter anpassen, je nachdem. Aber meistens wird uns gesagt, wenn wir genug haben, um irgendwas anzupassen. Wir können auch Schwert und Rüstung ändern. Im Moment natürlich leider nicht. Denn im Moment gibt es noch nichts. So, schauen wir uns noch das nächste einmal kurz an. Ah ja, das ist ein bisschen verspielter mit den Rätseln. Und hier gibt es gleich den nächsten Encounter und die Musik. So. Can't end turn on. Achso, ich stehe auf einem anderen Spieler. Oh, guck mal, die habe ich gar nicht gesehen. Shift, das mal schneller machen. So, nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte nämlich einfach den hier drücken. Und dann kann ich dir noch einen rein tun. So, hallo Mr. Skelett, hallo Herr Fledermaus, auf Wiedersehen. Und
viel mehr kann ich jetzt gerade auch nicht machen, deswegen beende ich einfach mal den Zug. Hier kann ich auch gar nicht... Doch, hier kann ich durch, klar. Das war unklug. Das war unklug, ja. Ja. Lass ihn mal machen. So, gut. Weil der Ork, der ist gefährlich. Und der ist, glaube ich, auch eher ein bisschen gefährlicher. Skelette und die Fledermäuse, das ist ja alles eher so Kleinkram. Diese Minotauren und so. Ha! Vielleicht nicht die beste Wahl. Nicht mal diesen B. Ne, habe ich nicht genug XP für. Na, AP. Warum soll ich immer XP? Und wenn ich jetzt den B einsetze. So, Critical Hit. Sehr schön. Ist halt ein bisschen taktisch. Ne? Haben Dungeon Crawler so an sich. Kann ich noch eine drüber geben. Das ist immerhin etwas. Ich bin mit AP. Er gibt mir jetzt noch einen kleinen Schubser und dann war es dann auch. So. Du in der Ecke noch. Ich bin mit AP. So, jetzt geht da unten eine Tür auf. Kann ich euch gleich nochmal eine andere Fähigkeit zeigen, die wieder nur einer der Helden hier hat. Leda hat eine besondere Fähigkeit. Ihr habt schon die von Ryder gesehen mit dem Zwinkern, also dem Blink, wo er sich über Löcher teleportieren kann. Und die Fähigkeit der Archerin January ist halt, dass sie diese Glocken da anschießen kann, um verschiedene Sachen zu öffnen. Die von dem Zauberer war... ich glaube, das sehen wir am Ende des Levels nochmal. So, der Knight kann nämlich hier so durchrushen. Somit verschiedene... Dings zerstören. Das war jetzt... nicht so klug, die da hinten zurückzulassen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier drauf. Hat mich sogar aus der Gefahrensituation da hinten geholt. Was jetzt vielleicht nicht ganz so klug war, aber hey. So, kommen sie wenigstens ein bisschen näher. Geht ja auch. Dann hauen wir den einfach allen die Murmel ein. Dankeschön. So. Hier, genau, hier ist jetzt das Ende. Und hier werden nur nochmal die einzelnen Fähigkeiten vorgestellt, die einzelnen haben. So. Ich muss die Glocke runter machen, um dann hier drauf zu kommen. Er muss, genau, diese Flammen hier kann er löschen. Dadurch öffnet sich sein Tor. Warum ich die Leute jetzt nicht erst hier hinhole, weiß ich auch nicht. So, er kann hier durchpreschen. Er blinkt hier drüber. Und... Achso. Da war noch was aktiviert. Sie hatten wir ja gerade schon. Nicht vergessen. Sie wurde halt nur wieder raus teleportiert. Und Victory! Ich finde ein Spiel... Ich finde, das Spiel hat definitiv Potenzial und ist es seit langem, seit wirklich langem mal wieder ein Dungeon Crawler, der mich fesselt und den ich wirklich gut finde. Viele werden jetzt sagen, Dungeons of Dreadmoor und sonst was, bin ich nie mit warm geworden, ich weiß nicht. Viele sagen, das war ein super Dungeon Crawler, ich bin damit nie wirklich warm geworden. Ich weiß nicht warum,
Ich fand ihn vielleicht auch einfach nur zu schwer mit diesem Permadeath und sonstigen. Das würde ich sagen, geht in Richtung Casual Dungeon Crawler, macht unglaublich Spaß. Das Writing ist unglaublich gut. Ich liebe den Grafikstil, ich liebe die Musik. Und das Gameplay ist super, es ist taktisch, es ist nicht ultra kompliziert. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, im Moment ist es im Early Access, kostet auf Steam 8,99 €, ist, glaube ich, gerade runtergesetzt. Ich weiß allerdings nicht, ob das noch gilt, wenn ihr dieses Video seht, um 33%, ich glaube auf 6,02 € oder so. So oder so, ob 6,02 € oder 8,99 €, wenn ihr nur das minimalste Interesse an Dungeon Crawlern habt, schaut euch das an, es lohnt sich. Und ich gebe ja wirklich selten so eine Empfehlung, aber mir macht es unglaublich Spaß und ich werde es privat sicherlich auch noch, ja, ich will jetzt nicht sagen durchzocken, weil ich nicht weiß, wie lang das Spiel jetzt im Moment ist, wahrscheinlich noch nicht so lang, da es noch Work in Progress ist, aber wenn es dann fertig ist oder so, werde ich es sicherlich einmal durchsuchen, vielleicht auch in einem Stream oder sowas, wenn genug Interesse da ist. Ist ja doch schon so ein kleines Nischengenre. Zum mehr oder weniger. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls Kritik da ist, schreibt es in die Kommentare. Wenn keine Kritik da ist, schreibt trotzdem irgendwas in die Kommentare. Kommentare sind awesome. Teilt das Video mit euren Freunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.